Hallo und herzlich willkommen hier zu einem neuen Tatooine-Mock-Update. Wir starten hier mal wieder bei der Rebellenbasis. Und zwar gibt es daher hier als erstes die große Geheimtür. Da ist insofern was weitergegangen, dass dahinter noch so eine kleine Mini-Garage ist für ein Speederbike, was wir ja zum Beispiel in Clone Wars oder auch Star Wars Rebels sehen. Wenn man das hier aufklappt, dann kann man erkennen, dass das, wie ich finde, relativ gut gebaut ist. Da habe ich natürlich eine Vorlage aus dem Internet. Das zeige ich euch, glaube ich, gleich nochmal ein bisschen genauer. Das ist jetzt ein bisschen schwierig mit einer Hand. Ich hoffe, ich kann euch hier ein Bild einblenden, sodass ihr das dann ungefähr erkennen könnt. Das sieht dann so aus mit so einem kleinen Gepäckträger oder was auch immer hinten drauf. Und hier vorne kann dann eine Figur hin. Das kommt, wie gesagt, dahin. Und dann kommt die große Geheimtür davor, sodass man das dann immer schön verschließen kann. Von außen wird man am Ende dann natürlich nichts mehr sehen, dass man dann da mit einem Speederbike einfach so reinfahren kann. Hier drüben kommt natürlich noch so ein bisschen Mauer hin. Da fehlen im Moment die Steine. Und da können wir auch sehen, dass da ein kleiner Fortschritt ist. Da ist nämlich zum einen diese Antenne und da habe ich jetzt auch diese Schrägsteine nochmal eingebaut, da ich finde, dass das dann den Look der Garage nochmal etwas verbessert. Und die zweite Geheimtür, beziehungsweise die zweite von dreien, gibt es ja hier drüben. Und zwar habe ich da jetzt auch eine Lösung für gefunden, dass man hier jetzt einfach diese hochziehen kann und dann wieder runterlässt. Hier drüben kommt dann noch so eine Mauer hin, da auf der anderen Seite nicht. Da sieht man vielleicht so einen ganz kleinen Schlitz. Ich glaube, das lässt sich aber dann ganz gut verschließen. Der Barkeeper weiß natürlich davon Bescheid, alle anderen Gäste nicht. Und dafür habe ich jetzt auch schon das Dach gebaut. Das zeige ich euch jetzt als nächstes. Ich habe versucht, das jetzt erstmal ganz provisorisch hier durch so ein paar Pfeiler zu befestigen. Und ich muss sagen, dass mir das von oben dann doch ganz gut gefällt. Hier drüben natürlich die kleine Lücke für die Geheimtür. Da wird die Tür natürlich noch etwas größer sein, damit die da auch schön durchpasst und dass man da nicht darüber durchgucken kann. Das werde ich dann in den nächsten Updates beziehungsweise vielleicht gleich nochmal etwas beheben. Und dann muss man natürlich gucken, dass man die da auch irgendwie rauskriegt und man nicht immer hier unten mit dem Finger so irgendwie das machen muss, damit das ganze Ding dann umfällt. Weil am Ende wird ja sowieso eine Mauer sein. Das heißt, das wird ganz sicher nicht mehr gehen. Dann muss ich erstmal gucken, wie ich das mache. Ich glaube, da wird dann so ein kleiner Hebel oben dran sein, woran man die dann hochziehen kann. Aber das war es ja jetzt auch schon von der Rebellenbasis. Die dritte Geheimtür, die ich eben angesprochen habe, ist hier drüben. Das kann man gleich, wenn ihr sehen, kann man die Tür einfach rausnehmen. Ich ziehe das jetzt erstmal hier rüber. Die wird man dann einfach hier so reindrücken können. Das kennen die auch schon aus den letzten Folgen. Wenn man dann da drüben durchguckt, sieht man, dass man da ganz einfach in das Nebengebäude reinkommt. Und hier drüben ist noch etwas Kleines weitergegangen bei den Waffenständern. Da habe ich zum einen so eine Schräge eingebaut und auch ein paar Rucksäcke, die die Rebellen natürlich mit nach draußen nehmen können, wenn die irgendwo auf einer Mission sind. Dann ist auch noch etwas bei Bürgermeister Mokshais Büro weitergegangen. Und zwar war da bisher ja immer so ein großes Loch in der Mitte, da ich alles andere drumherum nur mit 8x8er Plates gepflastert habe. Allerdings habe ich jetzt deutlich mehr von diesen 8x8er Plates bekommen. Das ist übrigens auch, warum hier so viel weniger grün ist. Da hinten sieht man auch überhaupt nichts mehr von den Untergrundplatten. Hier drüben bei der Glasfarm übrigens auch nicht mehr. Und ich habe auch noch welche da hinten, die ich noch nicht verbaut habe. Aber zurück zum Büro. Und zwar habe ich da jetzt eine 8x16er Plate eingebaut, sodass da in der Mitte kein Loch mehr ist. Das heißt, wenn man jetzt mal von der anderen Seite sich das anguckt, dann sieht man, dass der Bürgermeister da zum Glück nicht mehr vor so einem schönen Loch sitzt. Und am Ende ist auch noch etwas bei der Klonbasis weitergegangen. Und zwar habe ich jetzt endlich die Minifiguren hier drin postiert. Wir starten hier oben bei den Kisten. Da ist ein 212. Sergeant im Einsatz. Den habe ich so auch schon in meinem letzten Video gebaut. Das seht ihr gleich in der Endcard verlinkt. Der begrüßt gerade einen 501. Trooper, der etwas bei den Kisten machen will. Da werden noch ein paar mehr Kisten hinkommen. Das seht ihr alles in den nächsten Videos. Hier drüben gibt es dann noch einen 501. Heavy Trooper, der an seinem Granatwerfer etwas herumbaut. Hier rein werden noch zwei Thermaldetonatoren kommen und hier drüben auf die Mauer noch zwei Gewehre. Dann gibt es hier noch so eine Kanone mit so ihrem kleinen Päckchen daneben. Und wenn wir jetzt eine Etage runtergehen, da kommen wir gleich auch noch zum Innenraum. Aber hier sehen wir als erstes Kix, der die Leiter hochgeht, hier zur oberen Etage. Und hier drüben sehen wir dann noch einmal einen 212. Airborne Trooper mit einem selbstgebauten Gewehr von mir. Weiter geht es dann in der ersten Etage. Da starten wir mit so einer kleinen Kontrolltafel. Dann gibt es hier noch einen 212. und 501. Soldaten, die da sitzen. Ein 501. Soldat geht gerade zu seiner Koje. Hier draußen können wir jetzt auch noch ein bisschen besser reingucken, wo der 212. Airborne Trooper reingeht. Und ansonsten sind hier noch die vier Klone aus dem neuen 501. Special Battle Pack. Hier drunter können wir sehen, da sind noch 187. Trooper, die da gleich hochklettern. Das sehen wir dann wieder gleich eine Etage weiter unten. Hier kommen wir auch noch gleich zu. Und ansonsten sehen wir ganz normale 501. Trooper, deren Helme sind hier immer an der Seite angehäuft. Und hier drüben dann halt eben die Spezialisierten. Hier drüben ist dann noch eine Kontrolltafel, wenn man da hochgeht.
Und da gibt es noch so ein kleines Fenster. Jetzt kommen wir aber auch schon zum Erdgeschoss. Da starten wir einmal hier drüben. Und zwar ist da dieser blöde grüne Fleck. Nämlich kommt da noch so eine kleine Tür hin. Und da fehlt mir im Moment leider diese eine Platte, die hereinpasst. Dann kommt hier drüben noch eine Mauer hin, die die Nougatplatten von der anderen Seite hier abgrenzt. Und da kommt hier drüben so ein kleines Tor hin, dass man da durchgehen kann, wo die beiden Noppen gerade sind. Hier drüben sind 287. Trooper. Der eine legt gerade sein Gewehr ab. Der andere wartet, bis der andere 187. Trooper, der noch hier oben hängt, das war ja eben noch da drauf, bis der da weg ist. Und hier gibt es noch einen Klon-Scharfschützen mit einem normalen 501. Trooper. Dann gibt es alle hohen Offiziere, die gerade um dieses Hologramm rumstehen. Hier drüben sind dann noch 5 212. Trooper, die man jetzt zum Glück super günstig in dem neuen Magazin bekommen hat. Die bedienen ja alle diese Tafeln und 287. Airborne Trooper sitzen dann noch an diesen anderen Pulten. Und am Ende gibt es dann hier noch so eine kleine Ecke. Da sehen wir zum einen ein Makrofernglas, so eine kleine Kontrolltafel, beziehungsweise ich glaube, die heißen Datenpads. Und so eine kleine Ecke, wo nochmal zwei Thermaldetonatoren in der Wand sind, dass man, wenn die angegriffen werden, noch so ein paar Waffen in der Rückgrat hat. Und natürlich können die auch einfach schnell für den Einsatz mit nach draußen nehmen. Müssen dafür nicht nach oben, wo dann die richtigen, beziehungsweise harten Waffen gelagert sind. Das war's jetzt aber auch schon mit diesem Video für heute. Wenn ihr jetzt noch sehen möchtet, wie ihr eure eigene Klonarmee modifizieren könnt oder wie man die Razor Crest modifizieren kann, dann schaut euch doch jetzt sehr, sehr gerne das Video dazu an. Ansonsten bedanke ich mich natürlich wie immer sehr herzlich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und tschüss!